Die US-Indizes erreichen Allzeithoch nach Allzeithoch, aber manches deutet darauf hin, dass es für die Bullen jetzt ein bisschen schwieriger wird und das, obwohl jetzt eigentlich eine saisonal gute Phase beginnen müsste. Aber schauen wir uns die Dinge zunächst mal an. Ja, wann haben die Bären ihren Auftritt? Hier sehen wir den Bär, der sagte, wann darf ich auftreten, wann bin ich endlich dran? Dann wird gesagt, nee, noch nicht, du hast noch ein bisschen Zeit, während der Bulle hier eine Ehrenrunde, einen Jubelsturm nach den anderen bekommt und sich hier sonnt in dem Geschehen. Und in der Tat, es ist ja so gewesen. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, da sehen wir sind ja aus diesem Trendkanal rausgebrochen. Es ging nach unten, dann ging es wieder nach oben mit dem neuen Allzeithoch. Oben sehen wir den RSI schon bei 70, also ziemlich am Anschlag, und wir sehen, dass der Index jetzt dabei ist, zu kämpfen, in diesen Trendkanal wieder reinzukommen. Mit so einer kleinen, sieht man hier fast nicht, mit so einem kleinen Hanging Man-Kerze. Wir sehen den 10-Tages-Advanced Decline. Durchschnittslinie, die ist auch ziemlich am Anschlag. Also das ist schon ein bisschen, naja, überstretched, könnte man sagen. Hier sehen wir das gleiche nochmal in einem Chart von Northman Trader, wie der S&P 500, der Leitindex der Welt, versucht, hier in diesen Trendkanal reinzubrechen, mit gleichzeitig doch einem sehr sportlichen RSI, also relative Stärkeindex, also überkauft. Hier sehen wir mal den VIX und hier sehen wir eine positive Divergenz beim RSI und wir sehen, dass da noch einige Gaps auf sind. Wir sehen, dass selbst als gestern die US-Indizes gestiegen waren, etwa der S&P 500, der VIX nicht gefallen ist, sondern gestiegen ist. Das zeigt, dass manche hier ein bisschen sich absichern. Da sind jetzt noch zwei offene Gaps. Wir sehen beim Nicey McClellan Oscillator, dass wir hier eine negative Divergenz haben, also die Anzahl der positiven Aktien, der steigenden Aktien in Relation zu fallenden Aktien wird immer geringer. Wir hatten gestern zum Beispiel auch, trotzdem die Aktienmärkte leicht positiv waren im Durchschnitt, deutlich mehr Volumen auf der Unterseite als auf der Oberseite. All das heißt nicht, dass es sofort massiv nach unten geht, aber es heißt, dass die Luft ein bisschen dünner werden könnte, dass da möglicherweise ein Rückschlag droht für die Bullen, ohne dass das jetzt sofort eine Katastrophe wäre. Aber die kann sich schon, oder diese Korrektur, die kann schon etwas Größeres werden, wenn sie eintritt. Hier schauen wir mal den S&P 500 oben und die Junkbond-Kurse, da sehen wir, diese Junkbonds, diese hochriskanten Anleihen haben diese Rallye nicht mitgemacht und Junkbonds sind ein sehr guter Indikator für das, was am Markt los ist, wie wirklich Risikoaversion oder Risikobereitschaft in der Fall ist. Unten sehen wir hier den Kursverlauf von Tesla gestern. Erst ja massiv nach oben, dann sogar ins Minus gedreht. Das ist wirklich eine krasse Situation, die wir gestern erlebt haben. Tesla fast 16 mal so viel wert wie Ford, hat aber nur ein Drittel der Umsätze. Und wir haben ein massives Call-Volumen in Tesla-Aktien gehabt. 2360% Sprung in Call-Optionen. Also da war so viel los wie, glaube ich, noch nie bei einer Aktie mit Call-Optionen. Und auf der anderen Seite dann eben diejenigen, die short standen oder gesagt hatten, okay, das wird jetzt nicht weitergehen, die wurden dann gesqueezed. Am Freitag verfallen Optionen, viele, etwa auch auf dem Niveau von 900, können sich viele nicht vorstellen, dass es kommt, aber vielleicht kommt es. Tesla ja jetzt mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar. Hier sehen wir mal, wann andere Firmen, nämlich Apple und Amazon, die am Morgen ihre Zahlen berichten werden, wann die das erreicht hatten, nämlich die Marktkapitalisierung von 1 Billion, und was sie da praktisch an Revenue, also an Umsatz und an Gewinn vor Steuern hatten. Und da sehen wir, Tesla ist da ein Zwerg. Also das zeigt schon so ein bisschen die ambitionierte Bewertung, gar keine Frage. Insgesamt sehen wir, wie gestern Google sehr gute, ordentliche Zahlen vorgelegt hat. Bisschen bei YouTube vielleicht die Umsätze nicht so wie erwartet, aber insgesamt anständig. Genau das Gleiche gilt auch für Microsoft. Wir sehen allerdings auch jetzt immer mehr Enttäuschungen, so gestern Robinhood. Sehr, sehr schwach, dieser Broker, wo vor allem die Krypto-Umsätze deutlich zurückgegangen sind. Das ist auffällig. Da ist schon ein deutlicher Rückgang verzeichbar. Dann haben wir Texas Instruments, also so einige Sachen, die dann doch ein bisschen enttäuscht haben, muss man sagen, sodass die US-Berichtssaison, naja, sich ein bisschen eintübt. Die ist nicht mehr so euphorisch, nicht mehr so gut, wie sie am Anfang mit den Banken eben gewesen ist. Hier sehen wir das eigentliche Problem der Märkte, Margen, Profite, angesichts einer Situation, wo die Kosten explodieren. Das ist massiv gesunken, eben in letzter Zeit. Vor allem die Erwartungen sind hier deutlich gesunken. Aber normalerweise beginnt jetzt eine gute Phase für den S&P 500. Eben November, Dezember
mit einer Wahrscheinlichkeit von 73% positiv in den letzten Jahren, plus 3,3% durchschnittlich. Aber vielleicht ist es ja so, dass man dieses Mal, wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels, die Rallye, die Weihnachtsrallye schon ein bisschen vorgezogen hat, nämlich in den Oktober hinein, und dass das vielleicht jetzt schon so ein bisschen abgefrühstückt ist, nämlich in Antizipation, dass alle gesagt haben, Mensch, die Buybacks beginnen wieder, die Aktienrückkäufe beginnen wieder Anfang November, dann haben wir eine saisonal super günstige Phase, es wird viel Geld in die Märkte fließen, dann kaufen wir doch besser schon jetzt, jetzt sind alle drin und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Gibt es erste Entspannungen in Sachen Lieferketten? Hier gibt es die Lead Times, wie wir sehen bei den chinesischen Chips oder bei Chips insgesamt, die Verlangsamung der Lieferzeiten, das immer länger dauern der Lieferzeiten, das ist jetzt ein bisschen abgebremst. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer weiter ungebremst geht. Wir sehen den Smallest Gain in 9 Monaten, also die Wartezeit auf Chips. Die hat sich so gering gesteigert, aber immer noch gesteigert wie seit 9 Monaten nicht mehr. Es ist immer noch die longest wait time auf der anderen Seite. Und Jim Bianco bringt hier einen interessanten Gedanken. Die Supply Chains, also die Lieferketten, kommen einfach nicht mehr mit der Nachfrage. Also müssen die Produkte teurer werden, damit die Nachfrage sinkt, weil die Lieferketten ganz schnell wird man nicht entlasten können. Interessanter Punkt, das wäre dann inflationär und würde das Problem bei der Fed beschleunigen. Wir sehen, dass über 30 Millionen Tonnen Cargo vor US-Häfen alleine jetzt wartet vor der Weihnachtssaison. Täglich werden es mehr, die da kommen. Und bisher ist, wie die Washington Post hier unten schreibt, das sind die Versuche von Joe Biden und seiner Regierung, hier irgendwie einen Dreh reinzukriegen, etwa durch die Verlängerung der Arbeitszeiten an Häfen. Da soll jetzt durchgehend gearbeitet werden, was in Deutschland und sonst überall eigentlich der Fall ist, aber nicht in den USA. Und das hat nicht so viel bisher gebracht. Und jetzt gucken wir, oder bleiben wir mal in den USA. Hier sehen wir, dass die Energieproduzenten zuletzt immer weniger investiert haben. Das heißt, in neue Kapazitäten. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt derzeit Probleme haben. Wir sehen etwa in den USA, dass die Kohlevorkommen, also die Lagerbestände an Kohle, so tief sind wie seit 24 Jahren nicht mehr. Also die Amerikaner könnten jetzt auch ein Energieproblem bekommen. Springen wir mal nach China, meine Damen und Herren. Hier haben die USA China Telecom praktisch rausgeschmissen aus den USA. China Telekom war 20 Jahre lang etwa aktiv in den USA. Die müssen jetzt innerhalb von wenigen Wochen ihre Tätigkeit da beenden. Das ist ein Rückschlag gewesen, auch für den Hang Seng, für chinesische Tech-Werte insgesamt. Zeigt die zunehmende Spannung auch im Tech-Bereich eben zwischen den USA und China. Wir haben einen bisherigen Rekord jetzt, was chinesische Defaults betrifft, also sozusagen Zahlungsausfälle bei Anleihen. Damit haben wir jetzt schon das Jahr 2020 überholt. Bisher liegt vorwiegend an diesem Property-Sektor, also am Immobilienbereich. Und wir haben eine interessante Meldung, nämlich dass 16 Provinzen in den USA, in China, nämlich Peking, Shanghai, Xinjiang und viele andere, die Renten erhöhen für die dortigen älteren Herrschaften. Also da wird jetzt gute Stimmung gemacht, finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Profite in China wieder ein bisschen gestiegen sind, nämlich die Industrieprofite, die Profite also der Industrieunternehmen. Aber warum? Das sind vor allem Raw Materials, also die Rohstoffanbieter, das sind die Mining-Firmen. Da sind die Profite massiv nach oben. Bei vielen anderen Firmen sind die Profite deutlich nach unten gegangen oder sogar negativ. Das heißt, das Bild verzerrt das Ganze etwas. Zumal wir die Situation auch in China haben, dass die Erzeugerpreise viel höher sind als die Verbraucherpreise, sodass Chinas Firmen teilweise die Last tragen müssen. Jack Ma übrigens, ehemaliger Alibaba-Chef, ist derzeit in Holland, ist wieder aufgetaucht und prompt in Europa, versucht da Technology of Agriculture zu sich da schlau zu machen. Interessanter Punkt. Jetzt vielleicht nicht gut für die Freunde der Umwelt ist, dass dieses Klimatreffen, das ja stattfinden sollte, hier haben sowohl Putin abgesagt, als auch jetzt Xi Jinping, und damit ist dieses Treffen eigentlich für die Katz, denn oben sehen wir mal diese CO2-Emissionen derzeit. China alleine 11,5 Milliarden Tonnen, wir haben Russland
das mit knapp 1,8 dabei ist, Deutschland im Vergleich 0,7. Also da sind maßgebliche Player nicht dabei. Das ist natürlich keine wirklich gute Nachricht. Ja, wie ist es jetzt bestellt mit der Lage? Wir sehen also einige Warnzeichen hier an Indikatoren. Wir sehen, dass hier die Vola langsam nach oben geht, dass das Bedürfnis nach Absicherung nach oben geht, eigentlich in einer sehr günstigen saisonalen Phase. Aber wie gesagt, vielleicht ist diese Jahresendrallye, diese Weihnachtsrallye ein bisschen vorgezogen worden und nach wie vor haben wir eben die Probleme mit Lieferzeiten, mit Materialmangel. Wir haben Inflation, die Notenbanken können jetzt kein Geld mehr drucken, um die Inflation zu bekämpfen. Das wird nicht funktionieren, sondern das wäre kontraproduktiv. Damit verlieren die Notenbanken letztendlich ihren Grip über die Märkte. Die Märkte haben das vielleicht noch nicht so richtig realisiert. Und wie stark die Inflation ist oder Inflationstendenzen sehen wir an den Importpreisen. Ganz frischer Artikel, den ich Ihnen unter dem Video hier mal verlinken werde. Stärkster Zuwachs seit 1981, vor allem die Gaspreise sind dafür verantwortlich. Das wird ein sehr teurer Winter, meine Damen und Herren, und offenkundig auch, wie es aussieht, ein kalter Winter. Abschließend noch der Hinweis, ich hatte es gestern im Marktfenster schon gesagt, kostenfreie Online-Konferenz am 19. November, wo Sie sich kostenlos unverbindlich anmelden können. Sie bekommen dann einen Code auf Ihren SMS, damit Sie bestätigt werden, damit keine Fake-Anmeldungen der Fall sind. Wie gesagt, das kostet nichts. Alles, was Sie dazu wissen müssen, Risiken und Nebenwirkungen stehen im Kleingedruckten. Da sind dabei vor allem Christian Rieck, den ich sehr schätze. Hier sind einige Teilnehmer dabei, die der Veranstalter, nämlich XTB, ausgesucht hat. Und einige haben wir bei Finanzmarktwelt vorgeschlagen, die dabei sind. So zum Beispiel Christian Rieck, Dirk Müller, umstritten, wie ich in den Kommentaren immer wieder sehe. Wir haben dann eben noch dabei von uns zum Beispiel, also von Finanzmarktwelt, vorgeschlagen Ciccivelli, Giovanni Ciccivelli, den Rüdiger Born, der Marc Friedrich, die Heavy Traders sind dabei, dann Tim Gabel, mein Sohn kannte den, ich kenne den gar nicht, Bodybuilder, das würde das Niveau ein bisschen beeinträchtigen, manche gesagt, aber gebt den Leuten doch mal eine Chance, er sieht zumindest sehr intellektuell aus in seinem Jogginganzug, gell, da muss man sagen, das ist super stylisch, ja, dann ist noch der Blocktrainer dabei für die Krypto-Freunde, Trading finanzielle Fitness und der seltsame Typ mit der Brille und den zahlreichen Haaren links oben, der ist auch dabei. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. 19. November, wenn Sie sich da anmelden, dann ist es sozusagen garantiert, dass Sie es auch sehen können. Wenn Sie es nicht tun, dann werden Sie es nicht sehen können, so viel sei gesagt. Auch wenn Sie in diesem Freitag, den 19., keine Zeit haben. Sie bekommen den Link und können sich es dann eben am Wochenende anschauen oder später anschauen. Da wird einiges geboten sein. Auch unter dem Video verlinkt, meine Damen und Herren. Ich zähle auf Sie, ein absoluter Imperativ an Sie, dass Sie da dabei sind von meiner Seite. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß, aber wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, den 27. Oktober. Servus, ciao.